Peter, Amin Harit hat gestern spielen dürfen. Wie schön ist das für euch? Das ist eine gute Nachricht. Vor allen Dingen freut es mich natürlich, dass er die Spiele so schnell gemacht hat und dass er gezeigt hat, dass er ein Champions League-Spieler ist. Er spielt hohen Rhythmus, viele Einsätze. Und ich glaube, er spielt auch gut. Das zeigt natürlich auch, dass das ein Champions League-Spieler ist, der zu den damaligen Ambitionen gepasst hat. Was genau bedeutet das für euch? Ja, das bedeutet, dass eine Bedingung, die uns in der Risikobetrachtung, die wir hatten, ist uns eine Bedingung gelöst ist, die dann wiederum natürlich auch in der Gesamtrisikobetrachtung, die wir haben, ne, wir wissen ja nicht, Corona-Auflagen, sonstiges, ne, die Lage dann ein wenig entspannt. Das heißt aber auch nicht, dass jetzt gerade Geld vom Himmel regnet. Wir haben unsere Finanzverbindlichkeiten. Wir haben die 181 Millionen Schulden. Und insofern ist das nur ein kleiner Teil des Plans, der jetzt in dem Fall aufgegangen ist. Und in den heutigen Zeiten ist das auf Schalke natürlich eine gute Nachricht. Korrigiere mich, aber ich glaube, es sind 5 Millionen erstmal. Kannst du also ungefähr andeuten, wie die sich aufteilen? Und was ihr damit machen könnt? Nee, würde ich nicht. Bei Vertragsinhalte sagen wir nichts drüber. Ich kann nur sagen, dass es in dem Rahmen ist, aber wie die Aufteilung ist. Dazu werden wir nichts Näheres sagen. Okay, vielleicht kannst du dann sagen, welchen Teil davon ihr wofür verwendet werdet. Das führt wieder auf Antwort 1 zurück. Also ist Teil der Finanzplanung und ist einfach mit eingeplant und ein Teil der Risiken, die jetzt sich nicht realisiert haben. Das ist ja klar, wenn man sowas eingeht, ne, dann hat das Risiken. Und das ist jetzt ein Risiko, das sich zum Glück und auch nicht nur für uns, sondern auch für den Spieler aufgelöst hat. Und dass uns dann Sorge nimmt und uns ein bisschen mehr Bewegung verschafft. Ja, aber ich werde nicht eine Summe sagen können, die jetzt dann für das Transferfenster im Winter zur Verfügung steht, wenn es jetzt um solche Aufteilungen geht, sondern das Geld ist einfach eingeplant und das fällt jetzt nicht vom Himmel und ist jetzt dann auf einmal für uns zur Verfügung. Aber es macht natürlich in der Gesamtbetrachtung finanziell macht's Luft und erhöht ja, ein wenig den Handlungsspielraum. Du kannst zumindest sagen, dass es aber auch zumindest dann zum Teil für Transfers eingeplant ist. Das Geld selber ist schon verplant, aber wie ich gesagt habe, wenn sich andere Risiken auch nicht verwirklichen oder realisieren sollten, dann gibt es Handlungsspielraum, um etwas zu tun. Wie groß der ist und wie genau der zu beziffern ist, das ist Teil der Gespräche, die gerade stattfinden innerhalb des Vereins, also auch innerhalb des Vorstands und im Austausch mit dem Finanzausschuss. Als ihr mit dem Geld geplant habt, habt ihr vermutlich nicht schon mit Blick auf den Winter damit geplant, weil man nicht unbedingt davon ausgehen konnte, dass er jetzt schon vor der WM-Pause diese 15 Spiele machen würde. Sagen wir mal so, wir haben es gehofft, ja, und dass das theoretisch auch möglich ist mit der Anzahl an Champions League-Spielen, das ist auch klar. Und wir haben es vor allen Dingen gehofft, damit wir die Finanzplanung dann weiter vorantreiben können. Je mehr sich von den Risiken auflösen, umso besser für uns und umso klarer ist auch, wo wir hinsteuern. Ich gebe nur einfach mal zu bedenken, wir müssen immer auch an das Thema Lizenzierung zweite Liga denken. Ja, deswegen nicht immer nur denken, ah ja, ne, jetzt ist ja dann Geld da und die kriegen das schon, sondern wir müssen halt auch immer diesen Teil vor Augen haben. Der ist jetzt vielleicht für die Öffentlichkeit nicht so spannend, aber ist einfach im Sinne der Fortbestandsgarantie des Vereines für uns extrem wichtig und insofern müssen wir das halt auch mit bedenken. Gut ist jetzt, glaube ich, daran, dass er nicht mehr in eurem Glanz auftaucht, weil jetzt klar ist, dass er weg ist. Also wenn er jetzt noch gedroht hätte, dass er ab Juli dann doch wieder hier wäre, dann wäre es für die Lizenzierung ein bisschen schwierig. Es ist immer so, wenn Spieler
die verliehen sind und wo noch nicht definitiv geklärt ist, ne, ob sie den Verein verlassen, tauchen die dann immer noch auf den Gehaltslisten auf für die zweite Liga, was es natürlich dann nochmal ein bisschen schwieriger machen würde, ne? Also eben in dem Zweitligafall. Das heißt, man kann die nur dann runternehmen, wenn der Transfer auch definitiv ist. Zum Thema Finanzen, jetzt kommt ja am Mittwoch Mainz 05, da ist Christian Heide wieder ins Amt und Würden. Jetzt gibt es nicht wenige Schalke-Fans, die die schwierige finanzielle Situation des Vereins auch Christian Heide anlasten. Wie viel Wahrheit ist in dieser Sichtweise enthalten? Ist das jetzt eine Frage Finanzen oder ist eine Frage zu Christian Heidel? Zu beiden. Also, ich denke, Christian Heidel, der hat hier seine Aufgabe so wahrgenommen, wie er das in seiner Zeit als richtig erachtet hat, ne, dass man im Nachhinein, wenn man zurückguckt, dass man natürlich immer auch ein Resümee ziehen muss und ziehen kann, ist jedem überlassen. Die Sichtweise der Fans ist ja sowieso immer unterschiedlich, ne, dass in dieser Zeit sehr viel passiert ist, dass in der Zeit sehr viel auch passiert ist, dass die Leute länger beschäftigt. Das hat, glaube ich, bringt jede Ära mit sich, weil ich würde nicht über meine Vorgänger Christian Heidel und auch über Schneider, Jochen, reden wollen, weil ich es sehr, sehr wichtig finde, dass man die Vergangenheit ruhen lässt. Ich kann verstehen, dass es diese Nachbetrachtung gibt, aber für mich ist wichtig, den Blick vorne raus aus der Windschutzscheibe zu heben. Und das ist jedes Mal so. Man nimmt immer das mit, was die Vorgänger auch ein Stück weit entschieden haben. Das haben sie meiner Meinung nach bestem Wissen und Gewissen. Da sind ein paar Pläne aufgegangen, ein paar sind nicht aufgegangen. Wir sehen jetzt im Fall Amina Ritt, dass der Spieler so gut ist, wie er damals eingeschätzt worden ist. Leider hat er das in der Zeit nicht für uns auf dem Niveau machen können, das man sich damals besprochen hat. Und ich glaube, der Gesamtkontext war ein anderer. Der Absturz, den hätte, glaube ich, sowohl Jochen Schneider als auch Christian Heidel auf jeden Fall verhindern wollen. Tatsache ist, man nimmt immer Vertragskonstellationen mit sich. Wir haben einen nie dagewesenen Absturz erlebt. Wir haben das, glaube ich, bis jetzt auch ansprechend korrigieren können. Und insofern überlasse ich die Betrachtung den anderen. Und will jetzt hier an der Stelle keine Wertung abgeben. Schade. Mit Blick auf das Wintertransferfenster, wie weit sind die Planungen da denn schon fortgeschritten? Gibt es da schon irgendwie erste Kontaktaufnahmen oder auch durch den Trainerwechsel hat es erst nach hinten verschoben? Oder glauben Sie allgemein, dass da auch vieles erst Mitte, Ende Januar passieren wird, wie es halt in den vergangenen Jahren war? Ja, das Transferfenster ist natürlich anders als alle anderen vorher. Das muss man schon so sagen. Geht jetzt zum Beispiel auch um die Frage, kann man Spieler transferieren und können die im Dezember schon für den Verein spielen, obwohl das Transferfenster noch gar nicht offen ist. Jetzt mal eine Besonderheit zu nennen. Und deshalb ist es für mich eben wichtig, dass wir Schritt für Schritt gehen und trotzdem dynamisch bleiben, weil das Trainerteam ist jetzt seit 10 Tagen da und man sagen kann, okay, die haben sich jetzt mal erstmal alles angeguckt, ist immer wieder so, ui, ist aber groß hier. Man muss sich an die Dimension gewöhnen, man muss sich natürlich auch an die Informationswege, an die Abläufe gewöhnen. Wir wissen, dass wir Entscheidungen zu treffen haben, jetzt in Bezug auf die personelle Besetzung. Und von dem her ist es so, dass wir erste Gespräche darüber geführt haben, wie der Trainer und das Trainerteam den Kader sieht, weil das die Basis dafür ist, um etwas tun zu können. Selbstverständlich haben wir Scouting-Sites durch André Hechelmann und sein Team natürlich auch Ideen. Für uns ist es aber extremst wichtig,
dass wir ganz, ganz scharf sind in der Kaderplanung und nicht sagen, naja, wir spielen jetzt ein 4-2-3-1 oder ein 4-2-2-2, sondern dass wir ganz klar sind, was das Spielsystem betrifft, was die Spielerprofile betrifft. Und insofern muss ich das erstmal matchen. Und so wie die Spieler nach dem letzten Spiel gegen Bayern München eine Leistungsanalyse machen und wir die athletischen Werte als Grundlage für die Saisonplanung haben, so wird das eben auch passieren, was die Einschätzung des Kaders der einzelnen Spieler betrifft. Und das dient dann als Vorbereitung für das Transferfenster. Die Vorbereitungen laufen natürlich. Das macht man in dieser Zeit, wo das Trainerteam sich eingewöhnen muss und wo Scouting dann mögliche Profile aufzeigt, macht man erstmal parallel und dann matcht man das miteinander. Und dann werden wir, glaube ich, bevor wir dann in den Urlaub gehen, schon, wenn es überhaupt Urlaub gibt, bisher war das noch nicht so viel, aber dann werden wir genau wissen, wo wir anfangen wollen, was wir machen wollen und nicht zu vergessen. Dazu gehört als dritte Komponente neben der Betrachtung des Trainerteams und des Angebots aus dem Scouting natürlich auch die finanziellen Rahmenbedingungen. Ja, die müssen wir natürlich auch sehen. Und dann können wir wissen, in welcher Reihenfolge wir wo losgehen. Einerseits, was die eigenen Spieler betrifft, aber natürlich auch, was externe Spieler betrifft. Das klingt jetzt ein bisschen viel, ist aber zeitlich relativ dicht aneinander und folgt dann in der Woche nach dem Bayern-Spiel als erste Ausrichtung. Und wie man dann aktiv werden kann, hängt natürlich davon ab, wie der Markt sich dann präsentiert. Ob es Vereine gibt, die bereit sind, Spieler dann abzugeben schon, ob Spieler dann kommen wollen oder nicht. Ich will damit einfach die Erwartungshaltung dämpfen, dass da nicht gleich drei Spieler am 1. Dezember hier vor der Tür stehen und die sagen, okay, dürfen wir hier mitmachen und drei oder vier andere von uns sind dann nicht mehr dabei. Aber so läuft es und ich hoffe, ich habe das einigermaßen plausibel aufgezeigt. Und zwar, Mittwoch steht ja wirklich das wichtige Spiel, gerade in der Betrachtung, dass man am Samstag dann auch den FC Bayern vor der Winterpause trifft. Zwei Spieler würde ich mal gerne ansprechen. Das sind Alex Kral, der aus meiner Sicht ein gutes Spiel gemacht hat am Samstag, und Florent Mollet, der in der letzten Woche zumindest auch einer der Lichtblicke ist. Fragt man sich ja schon, warum spielen die jetzt plötzlich eine Rolle und vorher eben eine Nebenrolle? Also haben die jetzt so einen Schritt nach vorne gemacht oder hat man die vielleicht auch in den ersten Wochen ja nicht richtig betrachtet? Also erstens bin ich froh, dass sie so spielen, wie sie spielen, weil das am Ende auch der Grund ist, warum wir sie geholt haben. Und es ist ja immer so, wenn man Transfers macht, dann hat man seine Begründung und es ist dann schön, wenn der Plan dann auch aufgeht. Wenn er schneller aufgeht, umso besser. Wenn es ein bisschen dauert, ist auch egal. Schlimm ist, wenn er gar nicht aufgeht. Ne? Und insofern war das Spiel jetzt in Bremen und auch das zuvor gegen Freiburg war aus meiner Sicht ein sehr großer Schritt nach vorne für beide. Es ist auch wichtig, dass sie diesen Schritt machen. Man hat gesehen, was jetzt scoutingseits in den Spielern gesehen worden ist. Und sie werden für uns noch ganz wichtig werden, weil ich glaube, dass wir in der Mitte vom Platz sicherlich auch eine gute Besetzung haben, was so das Umschaltspiel betrifft, was das Offensivspiel betrifft. Wir müssen immer noch an der Effizienz arbeiten, aber meiner Meinung nach ist das der Tatsache geschuldet, wir haben einfach 15 Neuzugänge. Und die Integration braucht einfach. Man stellt sich das immer so vor, die Jungs kommen hierher, die sind aus anderen Städten, aus anderen Ländern, die sind ganz andere Abläufe gewohnt. Deutschland, wenn ich jetzt an Florent denke und die Schiedsrichter zum Beispiel, habe ich immer das Gefühl, gegen den wird nie was gepfiffen. Jetzt zum Beispiel aktuell. Der tut sich damit immer noch schwer, wie jetzt die Körperlichkeit beurteilt wird, aber auch sowas wie, welche Linie haben deutsche Schiedsrichter? An das muss man sich einfach gewöhnen und sicherlich ist es wichtig, integrativ gut zu arbeiten, weil da ist die Sprache natürlich ein großes Hemmnis. Beim Alex war es so, der spricht sehr, sehr gut Englisch, auch ein bisschen Deutsch. Bei Florent und den Franzosen ist Englisch immer schwierig und sicherlich hat da auch geholfen, dass wir dann zusätzlich nochmal einen Übersetzer, der mit auf dem Platz ist, weil vorher war es Amin, als Amin weg war, war es dann schwierig. Und insofern hat sich die Rolle der Spieler natürlich geändert, das sieht man auch. Und wenn man das jetzt so betrachten will, kann man sagen, ja, sind die am Anfang verkannt worden oder nicht? Wir haben die ja geholt mit genau diesen Attributen, die sie jetzt zeigen. Am Anfang ist es einfach so gewesen, dass sie in der Vorbereitung nicht so haben auftrumpfen können, dass man gesagt hätte, sie sind unbedingbarer Bestandteil des Teams.
Und ich glaube, jetzt finden sie langsam ihre Rolle. Das ist auch wichtig. Und man kriegt ja keinen Puffer und keinen Geduldspuffer dafür, ne, dass man 15 neue Spieler integrieren muss. Mussten andere jetzt nicht. Und das ist halt unsere, wir haben eine besondere Situation. Wir sind mit ein paar Handicaps aufgestiegen, würde ich mal sagen. Das ist einer davon. Und ich bin froh, wenn sich dann am Ende die Qualität durchsetzt. Und das scheint es zu tun. Und von dem her bin ich froh, dass sie so gespielt haben, wie sie gespielt haben. Und glaube, sie haben noch Luft und müssen die Luft auch nutzen für die Mannschaft, was jetzt die verbleibenden zwei Spiele betrifft. Und dann nochmal kurz zum Transferfenster, was da jetzt so durch die Bücher gesagt hat, dass es generell sehr kompliziert ist. Wintertransfer immer komplizierter noch als der Sommer. Wahrscheinlich schaut ihr dann, dass ihr die Mannschaft so verstärkt, damit erstmal das klappt mit dem Klassenerhalt und nicht irgendwie Spieler holt, die dann direkt einen Dreijahresvertrag kriegt für was Langfristiges. Da vielleicht die Frage, auf was genau guckt ihr und stellt ihr euch auf ein paar Laien ein, weil es anders vielleicht gar nicht möglich ist? Also ist das so, das, worauf es hinauslaufen könnte? Ja, ich sehe es ein bisschen unterschiedlich. Wahrscheinlich kommt man bei dem einen nicht drum rum, weil der Markt so ist, wie er ist und Qualität einfach einen Preis hat und unwissend, wie genau unser finanzieller Rahmen aussieht, ne, ist es klar, dass er limitiert sein wird. Das ist völlig klar. Also insofern auf Shoppingtour werden wir nicht gehen können. Da sind Laien natürlich etwas, was wichtig ist. Auf der anderen Seite haben wir auch gesagt, ne, dass wir den Kaderwert im Blick haben. Also werden wir natürlich versuchen, dann so zu transferieren, dass wir dann auch Zugriff auf die Spieler haben und wir nicht nur in Konsum investieren, sondern dass wir auch eben Kaderwert aufbauen. Das ist ein hehres Ziel, aber das ist nun mal auch unsere Strategie, die wir uns langfristig auf die Fahne geschrieben haben. Und von dem her wird es eine sehr ambitionierte Wintertransferperiode werden. Ich weiß darum, wie wenig die Optionen sind, wie viel man reden muss, weil man einfach vertraglich in so einer Übergangssituation ist, dass man nicht sagen kann, da endet irgendwas. Und von dem her sind da deutlich mehr Gespräche notwendig, als man das im Sommer macht. Und auf wie viele Abgänge stellt ihr euch vielleicht sogar? Keine Zahl. Wir haben unsere Kaderzahl mit 24 plus 3. Jetzt ist Michi Langer da natürlich eine Ausnahme, die jetzt individuell bedingt ist. Und innerhalb dieser Größe können wir was machen, aber es heißt auch, dass wir natürlich auch abgeben müssen. Ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir auch sehr sinnvolle Laien machen können, ne, auch so von uns weg, wie zum Beispiel Marvin Pieringer jetzt in Paderborn, weil ich gerade für die jungen Spieler Spielzeit als elementar angucke, um sich weiterzuentwickeln und auch um wiederum für uns den Kaderwert zu erhalten oder zu mehren. Ja, wenn man sich das anschaut, was da auf Sie zukommt, also auf den Verein, auf die sportliche Abteilung, in welche Rolle spielt denn der Transfer eines möglicherweise neuen Sportdirektors in dieser Transferperiode? Ich würde mal so sagen, dass die Frage, wie das sportliche Kompetenzteam besetzt ist, kommt natürlich hinzu. Und wir haben mit Ruven Schröder zur damaligen Zeit, glaube ich, genau richtig gelegen, auch mit dem Profil. Wir wussten genau, was wir suchen, weil wir zum damaligen Zeitpunkt, das vergisst man relativ schnell, nur zwei Vorstände waren. Alex Jobst hatte uns da verlassen und dann war klar, dass die Rolle des Sportdirektors natürlich eine ganz andere ist, wie jetzt, wo wir wieder komplett sind und wo wir zu dritt sind. Insofern wird es wichtig sein, das Profil erstmal zu schärfen. Und das abzugleichen, hat jetzt momentan aber in der Woche vor dem Bayern-Spiel noch keine Priorität. Danach kommen wir zu dem Thema Kaderplanung, wie ich vorhin gesagt habe, Abgleich ist und soll. Und dann wird das sicherlich auch eine Frage sein, also das Profil des Sportdirektors, weil die Aufgaben, ich mag nicht jammern, weil die Aufgaben vielseitig sind und die Arbeit, die auf uns wartet, wichtig ist, denn diese Winterperiode ist eine Chance. Und man darf sich auch nicht übernehmen, sondern man muss gucken, dass man das bestmögliche Team zusammen hat. Ich bin aber mit den ersten 10 Tagen, in denen natürlich der Chefscout André Hechelmann und auch
mein Assistent, der René Grotus, deutlich mehr Aufgaben übernommen haben. Bin ich sehr zufrieden, was das betrifft, weil ich denke, dass es wichtig ist, dass wir auf Schalke auch zeigen, dass die eigenen Leute auch eine Chance haben. Aber es ist ein wichtiges Thema, das kommen wird. Ich denke, es wird zeitlich ein bisschen hinten rankommen. Könnte es möglich sein, dass bei der Fülle jetzt von Aufgaben, die du vor der Brust hast, dass du noch gar nicht mit ins Trainingslager fahren kannst, weil du hier so viel zu erledigen hast? Oder willst du auf jeden Fall mitfahren? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nicht ein paar Tage da bin. Vielleicht sind sie kürzer. Ist eine Frage der Organisation. Also ich habe das schon auf unterschiedliche Art und Weise gemacht. Aber es ist jetzt, glaube ich, auch so, dass wir hier vor Ort auch gut bestückt sein müssen. Von dem her glaube ich, diesmal wird es nicht so sein, dass wir jetzt als Gesamtvorstand dann zu dritt drüben sein werden. Es geht ja auch um Unterschriften und so und Abläufe, die man machen muss. Wird ein Teil hier sein. Ich werde sicherlich drüben sein, kann mir nicht vorstellen, nicht zu gehen. Einfach auch, um ein Gefühl für die Gruppe zu kriegen. Dann kann das ein Mix werden. Kann aber auch sein, ne, wenn wir ganz fix dran sind, dass ich dann die ganze Zeit dabei sein werde. Auf jeden Fall. Nicht dabei sein, kann ich mir nicht vorstellen. Teilweise könnte es sein, dass sich das so ergibt. Und schön wäre es, wenn es die ganze Zeit möglich wäre. Dann hätten wir nämlich vorher schon gut gearbeitet. Gab es eigentlich schon Bewerbungen jetzt für die Rolle? Gibt es permanent, gibt über das ganze Jahr, ob die Rolle besetzt ist oder nicht. Ne, ist ja klar, dass das Netzwerk rollt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen muss, der Briefkasten, der ist jetzt überfüllt. Natürlich gibt es immer wieder Anfragen, aber das gibt es das ganze Jahr über auch. Wie schaust du nach Bremen jetzt auf die letzten beiden Spiele? Bayern muss man, glaube ich, so ein bisschen ausklammern. Ganz schwierige Aufgabe, jetzt 6 Punkte. 11 Punkte hat der Relegationsplatz. Inwiefern ist dieses Spiel jetzt zu Hause schon so ein Spiel, was man gewinnen muss, um dann irgendwie auch so dran zu sein? Na, ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir es uns selber beweisen, dass wir es können. Ja, man hat momentan das Gefühl, man investiert und es kommt nichts bei rum. Also es ist ja wirklich nicht so, dass Mannschaft, Trainerteam, ne, alle im Verein kippen momentan rein, was sie können. Und irgendwie am Ende stehst du dann doch wieder da. Insofern ist, glaube ich, das ist vom Kopf her sehr, sehr wichtig. Wir kennen aber auch die Mainzer. Ne, das ist Augsburg XL, würde ich sagen. Auch sehr, sehr physisch, sehr mit einer klaren Idee, sehr schwer zu überwinden. Ein anderes Spiel als Werder Bremen. Wir wissen, dass wir in dem Spiel nochmal draufpacken müssen mit denen, die wir haben, weil das wird sehr, sehr physisch werden. Ich glaube, dass wir mit so einem Spiel natürlich auch eine Richtung anzeigen, ist klar. Aber ich würde das jetzt nicht zum Alles- oder Nicht-Spiel machen. Das wäre meiner Meinung nach, wäre das Spiel wieder zu groß gemacht. Wir haben 2 Heimspiele und ich glaube, ganz wichtig ist es, sich so von den Schalkern Richtung Weihnachten zu verabschieden, dass sie daran glauben, dass wir das bei den 19 verbleibenden Spielen dann auf jeden Fall noch schaffen werden und uns auch zutrauen, dass wir es können. Denn ich glaube, dass die Ausstrahlung, die Mannschaft gibt, wenn wir jetzt an Bremen denken, sah schon nach Reißfußball aus, wo man sagen kann, es hat auch eine klare Handschrift des Trainers. Wir haben das Thema Effizienz, nur ist es so, in der Effizienz so, die kann man nicht anwerfen, wenn man gerade sagt, ach ja, das spielen wir ein bisschen effizienter, das ist nicht möglich. Aber da bleibt einfach nur eins, ne, es weiterhin und noch mehr zu versuchen. Wir müssen, auch wenn das momentan schwerfällt, und das ist ein langes, langes Jahr gewesen, ne, dürfen nicht unterschätzen, wo waren wir Anfang des Jahres. Ne, und was jetzt alles da über das ganze Jahr passiert ist, das zieht natürlich Energie, aber wir müssen die da ist, und ich sag mal Florent oder Alex Kral, die saugen natürlich gerade auf, die merken, ne, dass sie ankommen zum Beispiel. Ne, und diese Spieler müssen dann eben auch vorweggehen und die Energie, die da ist, in die beiden Spiele mit reinkippen. Mainz ist sicherlich aus meiner Sicht nochmal eine Prüfung für die Mannschaft, ob sie gegen solche Mannschaften, von denen wir einige haben, ne, denkt man das 3-5-2 als Grundordnung, ob wir gegen diese Mannschaften mit dieser klaren Ordnung, mit dieser großen physischen Präsenz, mit sehr, sehr guten Standardsituationen
können wir gegen diese Mannschaften gewinnen. Wir waren nah dran gegen Augsburg, fand ich. Wir haben gezeigt, dass wir es können. Wir haben aber auch gemerkt, dass das eine Grenzerfahrung gewesen ist, sonst hätten wir nicht zwei Schwerverletzte nachher noch gehabt. Und dann leider Gottes emotional auch nicht die Punkte, die man in so einem Fall, auch wenn es nur einer gewesen wäre, die man dann braucht. Und von dem her ist das morgen dann auch für mich nochmal ein Stück eine Prüfung für die, oder Mittwoch eine Prüfung für die Mannschaft, ob sie gegen solche Teams, die, ich sag jetzt mal, geronnene Bundesliga-Weisheit und Abstiegskampf und gute Mittelfeld etablierte Teams sind, ob sie gegen die mithalten können und solche Mannschaften schlagen können. Ich will jetzt so langsam zu Ende. Ja, bitte. Prüfung heißt ja auch, dass man halt mit dieser sehr, sehr speziellen Atmosphäre in der Arena klarkommt. Mit Robin Schröder haben wir oft darüber gesprochen, dass das sicherlich immer ein Vorteil ist, aber auch in gewissen Spielsituationen ein Nachteil sein kann, weil die Mannschaft dann plötzlich umpaced und dann auch noch im Ausdruck 2-1 unbedingt machen wollte und dann prompt den Gegentreffer bekommt. Ist das auch etwas, was aus Ihrer Sicht in der Vorbereitung eine Rolle spielen muss, diese Mannschaft auch darauf nochmal einzuschwören, manchmal den Verstand vielleicht noch stärker einzuschalten, so wie man hier sofort sagt? Also ich bin selten uneins mit Rufen, aber in dem Fall wäre ich uneins. Für mich ist die Atmosphäre in der Arena nur ein Vorteil. Nur ein Vorteil, weil wir haben so viel Energie und wir brauchen die auch. Wir kriegen sie auch jetzt in diesem Jahr. Die Leistung der Fans ist Champions League würdig, finde ich, in den abgelaufenen Heimspielen. Von daher gibt es ganz, ganz viel. Den Kopf einzuschalten sollte man immer. Sollten eben auch die Spieler. Ich finde das jetzt nicht speziell beachtenswert für dieses Spiel, weil es uns, einmal hat es uns, glaube ich, ins Verderben geritten. Da mag ich mich noch gut daran erinnern. Das war beim Heimspiel gegen Hansa Rostock, als alle sich darüber mokiert haben, wie wenig lang noch zu nachzuspielen ist. Und dann nachher haben wir gedacht, oh je, ne, dann haben wir es noch reingekriegt. Das war so ein Spiel, wo ich sage, das war so. Und ansonsten sehe ich das nur als Energiebooster für uns. Und die Spieler auf dem Platz spielen ja nicht ihr erstes Spiel hier. Die wissen, was sie tun müssen. Wir haben erfahrene Leute auf der Trainerbank und von dem her kann man erwarten, dass die dann auch, ich sag mal, eine Übereuphorie dann bremsen würden. Aber ich glaube, wir brauchen in erster Linie mal die Energie, um gegen einen wirklich starken Gegner, stabilen Gegner gegenhalten zu können. Eure Bank ist üppig besetzt und damit meine ich jetzt nicht unbedingt das Spielpersonal. Möglicherweise steht eine Verkleinerung an. Würdest du das begrüßen und wie könnte es aus deiner Sicht aussehen? Ich begrüße alles, was dem Cheftrainer dient und was er für sich braucht. Man hat ja schon mal gesehen, dass die beiden Stühle, die vorne stehen, das war in unseren Gesprächen war das auch klar. Und von dem her, glaube ich, hat er Zeit genug, sich dieses Trainerteam anzuschauen in diesen Tagen. Wir brauchen auch da, weil wir so eine fragmentierte Gruppe jetzt haben von verletzten Rehabilitationsspielern, Spielern aus der U23, die kommen. Also momentan brauchen wir wirklich Mann und Maus. Und dann werden wir uns das genau wie den Spielerkader werden wir uns angucken. Und dann wird Thomas zusammen mit mir sicherlich auch eine Entscheidung treffen, was das betrifft. Weil es eben auch der Klarheit dient. Wir brauchen nicht nur eine scharfe Kaderplanung, wir brauchen auch eine ganz klare, eindeutige Rollenverteilung. Und das betrifft natürlich auch das Trainerteam. Vielleicht noch ein Blick aufs Sportliche. Was haben Sie denn so Gefühl, was fehlt denn aktuell, um den Bock mal umzuschauen? Also in Bremen waren extrem nah dran. Aber woran liegt es? Ist es wirklich nur das fehlende Matchglück? Ist es vielleicht auch dann die Qualität oder das Selbstvertrauen, was fehlt? Das ist nicht so. Die Liste der möglichen Punkte klingt ja wie so eine Checkliste, wo ich gerade ankreuzen kann. Ist natürlich von allem ein bisschen. Ich glaube, dass wenn wir uns diese X-Goal-Betrachtung anschauen, dann ist ja klar, dass wir für einen großen Aufwand nicht belohnt werden. Logischerweise hat das mit Glück und Pech zu tun, nur ich mag nicht jammern darüber. Sondern für mich in den paar Jahrzehnten, in denen ich im Fußball bin, gibt es solche Phasen. Das Wichtigste ist in solchen Phasen, die Geduld nicht zu verlieren und hektisch werden. Trotzdem genau hinzugucken, präzise das anzusprechen, was man besser machen kann. Und sich der Bedeutung im Klaren zu sein, in welcher Phase man gerade ist. Und ich mache ein Beispiel. Momentan zählt jeder Zentimeter.
Wir werden bitterböse bestraft für ein oder zwei Meter, in denen wir nicht rausrutschen. Und wir müssen ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie wichtig jetzt Präzision ist. Es kommt auf jeden Zentimeter an. Denn diese Zentimeterarbeit verhindert gerade, dass uns Tore dann genehmigt werden, kann man schon fast sagen, vom VAR, die halt knapp sind. Und es ist jeder Meter, jeder Zentimeter ist jetzt gerade wichtig. Und diese Phasen gibt es. Es gibt auch die Phase, wo man denkt, ja, jetzt schießt der Rodrigo aufs Tor, wo schießt er denn eigentlich hin? Man sieht gar nicht, dass der Torwart so weit vor dem Tor steht. Und dann hat man das Gefühl, ja, jetzt klappt einfach alles. Es gibt nun mal im Sport diese Phasen. Jeder Sportler, ob Einzelsportler, Mannschaftssportler, weiß, dass es die gibt. Deswegen ist es jetzt so wichtig, das Bewusstsein zu haben, jeder Zentimeter ist wichtig. Das ist eine total mühsame Phase, durch die man durch muss. Aber es ist eben auch sehr, sehr wichtig, dieses Bewusstsein zu haben und nah an die Perfektion rankommen zu wollen. Denn es mag jetzt in der aktuellen Situation mag es gar nichts vertragen an weniger. Und wir sehen, dass wenn wir noch achtsamer sind, wenn wir uns noch mehr bewusst sind, wie wichtig jedes Detail ist, dann kann der Bock auch rumfallen. Ich habe gelernt, nur so, per Zufall wird das nicht passieren, wird nicht irgendwie ein Torwartfehler kommen und dann denkt man, ach Mensch, ist ja mal reingekullert. Oder der VAR entscheidet mal zu unseren Gunsten dann vielleicht auch mal falsch. Ich glaube, in solchen Momenten ist das gefragt, was wir hier alle kennen. Ne? Harte Arbeit, ganz harte Arbeit, viel Detailarbeit, viel miteinander zusammen sein, auch sich dessen bewusst zu werden, dass das hart ist. Für jeden von uns fühlt sich für jeden Schalker gerade nicht gut an, aber es geht nicht anders. In dem Moment, so zumindest mein Learning aus meiner Zeit, egal ob als Spieler oder als Funktionär, du musst jetzt auf jedes Detail achten und versuchen, nah an die Perfektion zu kommen, innerhalb der Rahmenbedingungen, die dir gegeben sind.